Und schon wieder haben wir ein Video mit dem Spinosaurus. Das Tier verlässt diesen Kanal einfach nie. Diesmal aber in Zusammenhang mit dem Giganotosaurus, denn wir beschäftigen uns heute mit der Frage, welcher der beiden Dinosaurier wäre mächtiger gewesen? Giganotosaurus oder der Spinosaurus in einem klaren Duell gegeneinander, das wir leider nie bekommen haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Wie immer, hier gelten die Regeln der Jurassic Lore. Ich erkläre es nur noch mal ganz kurz. In der Jurassic Lore können Sachen abweichen zu heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen. Der Spinosaurus ist mächtiger als der T-Rex. Die größten Unterschiede mögen nicht so sein, wie sie in der Realität hätten gewesen sein können. Wir reden hier über die Jurassic Lore. Alles, was laut den offiziellen Jurassic-Seiten offiziell gemacht wurde. Deswegen schauen wir uns beide Tiere erstmal an. Wisst ihr noch, wo so die ersten Marketinganfänge zu Jurassic World Dominion begonnen haben und wir alle so, oh krass, okay, was passiert denn da? Und dann wurde angekündigt, okay, ich bin Colin Trevorrow und ich bringe euch aus allen alten Filmen Dinge wieder zurück. Und die Leute, oh geil, der Spinosaurus kommt bestimmt auch wieder. Und dann kam der Dino-Tracker und wir haben ein extra Feld für den Spinosaurus gehabt. Da wurde ein Feld freigehalten, der muss auftauchen. Oh, ist das nicht toll. Und dann kam dann irgendwann sogar ein Werbespot mit so einem Schild, das sich gedreht hat, wo Saurier drauf waren, die alle im Biosyn Valley waren. Und dann taucht auch der Spinosaurus ganz kurz drauf auf. Wir waren uns alle einig, ja, der Spinosaurus kommt in Jurassic World Dominion vor. Ja, ist echt scheiße gelaufen. Übrigens muss ich auch noch im Dino-Kostüm live in Moviepilot sitzen, weil ich meine Werte verloren habe. Aber wir haben alle gedacht, der Spinosaurus taucht auf, seien wir mal ganz ehrlich. Das Tier ist allerdings nicht im Film gewesen, was ein bisschen dumm war, weil wir stattdessen den Territinosaurus bekommen haben, der zwar mitunter die ikonischste Szene im gesamten Dominion-Film erhalten hat, indem er eben dann Claire verfolgt, aber wäre der Film nicht runder gewesen, wenn anstatt der Territinosaurus der Spinosaurus die Rolle bekommen hätte? Ich meine ja. Deswegen überlegen wir uns doch jetzt einfach mal, was wäre denn passiert, wenn der Spinosaurus auf den Giganotosaurus getroffen wäre? Beide Dinosaurier sind Fleischfresser. Das sollten wir eben auch von vornherein mal festlegen. Es wird zwar für einen wirklichen Kampf nicht unbedingt wichtig sein und ich denke mal, es war auch jedem klar. Nur falls jetzt der ein oder andere wieder ankommt mit, ah, die Bisskraft des Spinosaurus, die war gar nicht so, weil der musste ja nicht so stark zubeißen, der war ja ein Fischfresser. In der Jurassic Lore ist er ein Fleisch- und ein Fischfresser. Also das Vieh hat in Jurassic Park, wie wir gesehen haben, eben auch gejagt. Das sollte man vorher auch nochmal festhalten. Während der Giganotosaurus eine Höhe von 5,5 Metern hatte, weist der Spinosaurus zum Beispiel als genaues Gegenstück dazu eine Höhe von 6 Metern auf. Dabei ist allerdings auch sein Segel mit einbezogen. Von den Füßen bis zum Segel hoch quasi, bis zum höchsten Punkt des Rückens, ist der Spinosaurus also größer als der Giganotosaurus. Was übrigens damals auch mit ein Grund gewesen ist, warum sie in Jurassic Park 3 nicht den Baryonyx als Hauptgegenspieler genommen haben, sondern eben den Spinosaurus, weil der durch sein Segel mitunter das größte an Land lebende, gefundene, fleischfressende Fossil gewesen ist zur damaligen Zeit. In der Jurassic World Lore ist es nun auch so, dass der Spinosaurus eben größer, also höher ist als der Giganotosaurus. Und auch von der Länge her muss man sagen, laut offizieller Jurassic Lore macht der Satz von Dr. Alan Grant in Jurassic World Dominion, der größte an Land lebende Fleischfresser aller Zeiten, schon wieder keinen Sinn mehr. Warum achten die auf sowas nicht? Laut offizieller Lore, laut der Jurassic World Dinosaur Protection Group, laut der offiziellen Homepage, ist der Spinosaurus auch noch länger als der Giganotosaurus. Während der Giga nämlich eine Länge von 15,5 Metern aufweist, konnte ein erwachsener Spinosaurus bis zu 18 Meter lang werden. Und sogar der kleine Spinosaurus, den wir in Jurassic Park 3 gesehen haben, ja, der war laut offiziellen Angaben auch noch nicht ausgewachsen, der war einfach mal 16 Meter lang, also auch länger als der Giganotosaurus. Dass Alan Grant das jetzt nicht wusste, natürlich, der war ja auch nicht mit einem Metermaß an dem Tier dran. Aber ich glaube, aus rein filmischer Sicht ist es eben dumm, uns als Zuschauer vor die Linse zu werfen. Das ist der größte Dinosaurier, obwohl der Spinosaurus viel größer gewesen ist, schon damals. Das ist, ach man, Jurassic World Dominion. Du bist wirklich ein Film, über den man gar nicht meckern will. Aber dann kommt halt wieder sowas bei raus. Ich kann da nichts dafür, es tut mir wirklich leid. Aber Größe ist bekanntlich nicht alles und das sollte man eventuell nicht in die Kamera plärren. Aber ihr wisst, wie das Ganze gemeint ist. Wir schauen jetzt nämlich mal auf eine Sache, die wesentlich wichtiger ist. Und das ist wirklich das Gewicht.
Während der Giganotosaurus mit mindestens 9 Tonnen betitelt ist, also 8,85 Tonnen waren es, glaube ich, gewesen, wir runden das Ganze mal auf 9 Tonnen, weist der Spinosaurus ein Gewicht von 7 bis 9 Tonnen auf. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist demnach also nicht ganz so schwer wie der Giganotosaurus. Ein erwachsener Spinosaurus, ein ausgewachsener Spinosaurus, hätte dann aber dasselbe Gewicht. Wir bleiben bei der erwachsenen Variante des Spinosaurus, würde ich sagen, da wir ja wirklich gucken wollen. Der Giga ist ja auch ausgewachsen, also macht es natürlich Sinn, auch einen ausgewachsenen Spinosaurus in der Jurassic Lore dagegen zu stellen. Mal eine kurze Halbzeit. Der Spinosaurus ist also größer als der Giganotosaurus. Er ist länger als der Giganotosaurus und er ist auch schwerer als der Giganotosaurus. Das heißt, rein vom physischen her ist das Tier bis jetzt im Vorteil. Allerdings, was sagt denn die Beißkraft? Und ich bin der Meinung, dass die Beißkraft mitunter das Wichtigste sein könnte. Der Spinosaurus bringt laut offizieller Jurassic Lore eine Beißkraft von 2,8 bis 3,2 Tonnen mit sich. Wir gehen jetzt hier mal von den 3,2 Tonnen aus, weil wir eben das erwachsene Tier auch haben. Und deswegen gehe ich einfach immer von der höchsten Zahl aus. 3,2 Tonnen Beißkraft. Das Ganze ist natürlich auf den Quadratmeter gemünzt und das ist schon relativ viel für einen Saurier, der ja in der Realität wohl mehr Fisch frisst. Ich weiß gar nicht, wie originalgetreu diese Angaben jetzt hier zur Beikraft auch auf die Realität gemünzt sind. Auf jeden Fall in der Jurassic Lore hat das Tier schon eine wirklich imposante Beißkraft. Natürlich nichts im Vergleich zum Tyrannosaurus. Ich glaube, die lag bei um die 5 Tonnen zum Teil. Aber trotz allem bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob der Giganotosaurus diese Beißkraft von circa 3 Tonnen noch überbieten kann. Und die Antwort, ist tatsächlich ja. Der aufmerksame Zuschauer unter euch müsste ja gemerkt haben, dass wir so ein ähnliches Video schon mal gemacht haben. Damals haben wir den Indominus Rex gegen den Giganotosaurus antreten lassen. Und auch hier haben wir eben schon mal die Beißkraft beider Tiere miteinander verglichen. Der Giganotosaurus kommt auf eine Beißkraft von sage und schreibe 4 Tonnen und ist damit fast um eine Tonne stärker, kraftvoller als der Spinosaurus. Jetzt wird es eben hier ein bisschen kritisch. Wie gehen wir denn da jetzt vor? Gehen wir nach einem ganz plausiblen Punktesystem, hat der Spinosaurus gewonnen, denn er ist größer, er ist länger. Offiziell ist er auch sogar schneller als der Giganotosaurus. Der Giga hat eben nur einen Vorteil, dass er eben eine stärkere Beißkraft hat. Worauf ihr mich aber hingewiesen habt im letzten Video, was ich nämlich gar nicht mehr wirklich adressiert hatte, ist, dass der Giga auch eine wirklich starke Panzerung hatte. In der offiziellen Jurassic Lore ist da zwar nichts drüber angegeben, also wir haben jetzt hier keine Stärke dieser Panzerung gegeben, was ich sehr schade finde, aber wir können davon ausgehen, dass diese Panzerung die Beißkraft eines Spinosaurus noch einmal sehr stark nach unten mindert. Deswegen wäre so ein Kampf sehr spannend. Ich würde sagen, dass der Giganotosaurus den Kampf sofort für sich entscheiden könnte, wenn er den Spinosaurus auch nur ein einziges Mal am Hals kriegen würde. Ähnlich wie es der T-Rex auch in Jurassic Park 3 geschafft hat, hätte das zufolge, dass der Giga den Spinosaurus definitiv besiegen würde. Der Spinosaurus hingegen könnte sich hier seine schiere Größe zunutze machen, obwohl der auch gar nicht mal so viel gigantischer ist als der Giganotosaurus. Das würde ihm eventuell gar nicht helfen. Was ihm aber weiterhelfen würde, wäre dasselbe wie eben auch in Jurassic Park 3, das wären seine Klauen. Diese Klauen wären vielleicht mitunter das Wichtigste an dem gesamten Tier. Deswegen wäre ein Kampf zwischen den beiden unfassbar spannend und man kann gar nicht genau sagen, welches Tier jetzt wirklich stärker ist im Generellen. Würde der Spinosaurus es schaffen, denselben Trick anzuwenden wie auch in Jurassic Park 3 oder seine Klauen irgendwie in den Giganotosaurus reinrammen, wäre das Tier sehr wahrscheinlich so stark verwundet, dass es unfassbar schwer wäre, den Spinosaurus nochmal zu Boden zu kriegen. Der Giga hat allerdings den enormen Vorteil, dass er von der Beißkraft her sehr viel mächtiger ist als der Spinosaurus. Ich will das Ganze aber nicht im Raum stehen lassen mit, ich habe keine Ahnung, wer von beiden stärker ist, unentschieden. Ich würde wirklich sagen, und das sage ich, ihr wisst, was ich von Jurassic World Dominion halte, in einem 1 gegen 1 Kampf würde ich tatsächlich auf den Giganotosaurus wetten. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie stehst du dazu? Kannst du meinem Gedankengang dabei folgen? Hast du vielleicht eine ganz andere Meinung dazu? Welches Tier würde deiner Meinung nach den Kampf gewinnen? Giganotosaurus gegen Spinosaurus? Und ich liebe den Spinosaurus, aber ich glaube, der Giga würde das durch seine bloße Kraft plus eben noch die Panzerung für sich entscheiden. Alle mal Hashtag Spinosaurus oder Giganotosaurus in die Kommentare unten rein. Welchen Dinosaurier würdet ihr oder auf welchen Dinosaurier würdet ihr wetten? In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.